Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zu meiner Karriere bei NBA 2K16. Episode Nummer 17 ist heute fällig. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Das ist auch ganz leicht zu entschuldigen, denn bei mir hat die Uni wieder angefangen. Ich muss auch noch eine Hausarbeit in 5 Tagen abgeben. Ich bin leicht in Verzug, also bei solchen Angelegenheiten bin ich ein ziemlicher Drückeberger und das presst sich jetzt alles zusammen und deswegen hatte sich 2K bzw. allgemein mein Kanal gerade ein bisschen in den Hintergrund geschoben, aber das ist nur eine Momentaufnahme, temporär, würde da der Germanist sagen. Und ja, das nur mal so zur Erklärung, aber jetzt geht's in den Content, ins Gameplay, in die Karriere und wir sehen direkt mal die Conference. 4 Siege, 6 Niederlagen, 10 Spiele sind absolviert. Und in der letzten Ausgabe haben wir gesehen, dass Davis sich verletzt hat. Und ich sprach davon, dass sich das Teamgefüge ein bisschen zerrüttet hatte. Also der Flow war ein bisschen abhanden gekommen. Und deswegen werden wir auch die Spiele, wo Davis verletzt war, sozusagen ignorieren. Wir werden denen keine große Beachtung schenken und machen einen Schritt oder einen großen Sprung vorwärts. Also 10 Spiele absolviert. Wir haben uns halbwegs im Spiel gehalten. Halbwegs sind wir am Leben im starken Westen. Jetzt schauen wir, ob wir mit unserem Superstar wieder das gewünschte Feeling reinbringen können. Und das erste Match in dieser Episode, ja, das ist doch fast ein bisschen schicksalsbehaftet. Das wird absolviert gegen die Raptors aus Toronto an alter Wirkungsstätte. Und herzlich willkommen zurück, Anthony Davis. Auf dem Fast Break ist er natürlich immer Anlob-Station Nummer 1, sozusagen. Ich bin froh, dass er wieder da ist. So können wir ein bisschen Highlight in unser Spiel reinbringen. Hier finde ich derweil Anderson, der natürlich hinter Davis seine Minuten bekommt. Über den Jay ist er meistens relativ erfolgreich. Hier gibt es den nächsten Assist für mich. Williams rollt ab bzw. geht hinter die Screens her. Ein sogenannter Floppy. Die Experten unter euch werden wissen, wovon ich hier gerade spreche. Und die letzte Possession der ersten Hälfte gehört auch uns. Ein gewohntes Bild. Pick and Roll mit meinem Superstar. Und es kommt der zweite Lob des Spiels über Luis Scola, der da nicht drankommt. Contestet die Vorlage, aber die Chemie, die stimmt schon. Man merkt es. Zur Halbzeit, da sind wir immer noch im Spiel. Es ist ziemlich eng bis hierhin. Und im dritten Viertel, bei noch knapp 5 Minuten, haben wir sogar die Führung ergattern können. 68-62 hier auf dem Fast Break. Schöner Step-In, verschafft mir da den Raum, den ich brauche. 6 Punkte bis hierhin für mich. Ich habe 9 Vorlagen verteilt. Ich muss zugeben, es fällt mir dieses Jahr wesentlich einfacher, Vorlagen zu sammeln als in 2K15. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die CPU-Mitspieler sich besser bewegen, auch wenn ein Spielzug zu Ende ist. So blieb die Bewegung in der Offensive halbwegs im grünen Bereich, also sie stagnierte nicht vollends. Nichtsdestotrotz, guckt euch den Punktestand an und guckt euch die Zeit an. 10 Sekunden, 106 zu 108, hab 10 Vorlagen gesammelt, um den Gedanken mal abzuschließen, aber ich bekomme hier eine Isolation und was ich da mit Joseph veranstalte, Size-Up-Escape-Move und dann der Spin, es gibt so eine Art Ankle-Breaker und DeMar DeRozan sieht sich gezwungen, einen Full-Court-Wurf auszupacken, 108 zu 108 in der regulären Spielzeit. Es war ganze Zeit eng und so ist es auch kein Wunder, dass es in die OT geht. Da bekam ich allerdings nicht so viel Spielzeit. 115 zu 119 bei 8 Sekunden. Lass mir sofort einen Screen stellen. Nimm den Dreier und bring uns wieder ins Spiel. Die Rotationstaktik meines Coaches verstand ich so nicht, aber ich machte das Beste draus. 118 zu 119. Es gibt das Inbound-Play für die Raptors. Natürlich mussten wir faulen. Doppeln hier DeRozan und jetzt passt mal auf. Ich stehle ihm den Ball. Hab ihn, lauf auf den Kopf und pack den Dank aus. Obwohl ich einen Pull-Up-Jay wollte, denn die Uhrzeit reichte nicht. Hier gibt's den Videobeweis. Mein Gott, ist das ärgerlich. DeRozan wird gedoppelt. Der Steal, der so nicht geplant war. Ich wollte nur reachen, um das Foul zu
provozieren. Und das ist natürlich mehr als traurig. Das ist mehr als traurig. Da fehlt locker eine Sekunde, um den Dank in der regulären Zeit reinzuballern. Mein Gott, ist das ärgerlich, aber nichtsdestotrotz. War eine gute Partie. Hätte man gewinnen können. Davis mit 43 Punkten, 9 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal. Also, ich sprach von Präsenz. Und ja, die hat unser Superstar. Natürlich, ich war auch ganz stark. 13 Punkte und 10 Assists in 19 Minuten. Und so wie ich das gerade gesagt habe, ich war ganz stark. Das stinkt schon gewaltig nach Eigenlob, aber ich versuche das immer in objektive Relation zu stellen. Also versteht mich da nicht falsch. Damit kann man aber ganz gut leben. Und so geht es ins zweite Spiel. Jetzt muss man diesen traurigen Moment ein bisschen verarbeiten. Also ärgerlich, ärgerlich. Unfassbar, muss man da wirklich sagen. Und ja, jetzt geht's ran gegen die Knicks im Big Apple. Und die Niederlage muss jetzt sofort in einen Sieg umgemünzt werden. Und das ist die Antwort, die wir brauchen auf dem Fast Break. Und es gibt 20.000 Fans für diesen Clutch Reverse oder den Double Clutch Reverse Dunk auf dem Fast Break. Wir führten auch recht komfortabel. Hier gibt es den Block 29 zu 17. Allerdings gab es dann von außen 3 Punkte für die Knicks. Aber defensemäßig war ich anwesend. Hier gibt es ein bisschen Rotation mit dem Ball. Aschik raus, obwohl er dann richtig krasses Mismatch hatte. Aber ich nehme den Dreier, genug Platz hatte ich. Und im zweiten Viertel sah es immer noch ganz gut aus für uns. 38-24. Ich finde Jinka hier für meine erste Vorlage erst. Also 7 Punkte bis hierhin. Über die Assists kam ich so noch nicht. Ich versuchte viel über die Moves zu machen. Hier schaffe ich es. Es gibt den Flop. Das ist auch relativ häufig. Also wenn du da die ISO bekommst und dann ein bisschen mit den Moves am Rumdaddeln bist. Wird oft gefloppt von der CPU, ich weiß nicht wieso, eröffnet aber einen freien Jay und so geht's in die Halbzeit. Eine relativ unauffällige Halbzeit für mich, aber die Knicks beschlossen dann, eine Fullcourt- oder Halfcourt-Presse auszupacken. Ich sage Dankeschön, spin mich vorbei. Ich glaube, es ist Aaron Brooks, kann das sein, von den Bulls? Also es gab ein paar Trades, hier passe ich auf, mieser Stil. Kann man schon als Interception werten und ja, für den Fast Break. Lob, Anspielstation Nummer 1, Anthony Davis. Ich kenne auch keinen Power Forward in 2K, vielleicht noch Blake Griffin, der so schnell auf dem Fast Break am anderen Ende des Courts ist. Also Davis hat immer Lust und hat auch immer Bock auf Spektakel, er lässt das krachen. Wow, spaziert da vorbei und boom. 13 Punkte mittlerweile für mich, ein Rebound, 5 Assists, hatte auch 3 Dreier genommen, davon ging nur einer rein, 33,3% die Quote und hier gibt's den Drive plus Foul, flexe, obwohl die Oberarme es nicht zulassen, aber den Punkt an der Linie nehme ich auch noch mit. Wundert euch nicht, 99 da die Quote oder beziehungsweise das Rating. Liegt daran, dass der Jumper relativ hoch mittlerweile ist und dass ich heiß gelaufen war. Also das boostet ja dann die Werte nach oben. Abschließend habe ich noch einen Block landen können und es gibt einen unangefochtenen Sieg gegen die Knicks, die gestern Abend oder gestern Nacht, glaube ich, auch gegen die Cavs verloren haben. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, wird das zeitlich stimmen oder auch nicht. Carmelo Anthony, da der beste Scorer der Knicks. Bei uns ist es wieder Davis mit einer Monsterleistung. 42 Punkte, 15 Rebounds, 4 Blocks, 4 Steals, kein einzigen Turnover. Also man merkt schon, warum ich hier von Flow sprach, als Davis nicht da war.